Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Der ist Regierungserklärung des Hessischen Ministers für Wissenschaft und Kunst betreffend 70 Jahre Hessen Kultur stiftet Identität, Verbundenheit und Vielfalt. Vereinbarte Redezeit in 20 Minuten je Fraktion. Die Reihenfolge ist Landesregierung, SPD-Fraktion, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE, FDP-Fraktion, die Fraktion der CDU und die Frau Kollegin Öztürk. In diesem Sinne, lieber Herr Minister, Sie haben das Wort für 20 Minuten, wenn es irgendwie geht. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 70 Jahre sind für Kunst und Kultur eine verhältnismäßig kurze Zeitspanne. 20 Minuten sind eine noch kürzere Zeitspanne. Ich werde natürlich versuchen, mich an diese vereinbarte Redezeit zu halten. Wenn wir heute über Kunst und Kultur in Hessen sprechen, dann reden wir natürlich auch über das große historische Erbe, das wir vor allem hessischen Landgrafen, allen voran Philipp den Großmütigen und Karl, zu verdanken haben. Wir sprechen über die vor allem in den fürstlichen Residenzstädten Kassel, Darmstadt und Wiesbaden entstandenen vielfältigen Einrichtungen. Das und noch viel mehr, ich werde im Einzelnen, wie gesagt, innerhalb der Redezeit darauf eingehen, das alles ist Landeskultur. Aber es gibt eine Institution unserer Landeskultur, die jung ist. Eine Institution unserer Landeskultur, die noch jünger ist als unser Bundesland, und sie besitzt zudem Weltgeltung. Es ist die Documenta und damit die nach wie vor wichtigste Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Die erste Documenta ist vor nunmehr 60 Jahren, im Jahre 1955, organisiert worden. Wir haben das Jubiläum im letzten Jahr gefeiert. Der Zweite Weltkrieg lag gerade einmal 10 Jahre zurück. Die Stadt Kassel, die zu 80% durch Bomben dem Erdboden gleichgemacht worden war, hatte gerade erst mit dem Wiederaufbau begonnen. Es fehlte an Wohnraum, es fehlte an Infrastruktur. Die Menschen hatten vielfältige Sorgen im Hinblick auf den Alltag, im Hinblick auf die Zukunft und dann moderne Kunst. Ein größerer Gegensatz zwischen den Bedürfnissen und dem Angebot scheint kaum denkbar. Aber was auf den ersten Blick unverträglich erscheinen mag, das passt bei genauerem Hinsehen absolut in jene Zeit, denn die Werte der Vergangenheit schienen im Angesicht der Katastrophe des Krieges nicht nur in Kassel keine Perspektive mehr zu bieten, wohl aber der Blick in eine neue und in eine bessere Zukunft. Und es war Arnold Bode, der den Menschen die Qualität einer Kunst vor Augen geführt hat, die noch vor 10 Jahren bzw. 10 Jahre zuvor als entartet verfemt worden war. Nie zuvor hatte die deutsche Kunstszene vor 1955 Werke aus Stilrichtungen des Fauvismus, des Expressionismus, des Kubismus, des Blauen Reiters und des Futurismus, und zwar unmittelbar nebeneinander sehen und vergleichen können. Und deswegen, man muss heute feststellen, aus Sicht des Jahres 2016, es ist ein ungeheures und es ist ein mutiges Projekt in jenen Jahren gewesen. Als die Documenta gegründet wurde, war die Biennale von Venedig, die 1895 gegründet worden ist, die einzige internationale Kunstausstellung in Europa. Heute gibt es an die 200 periodische Großausstellungen weltweit. Und es zeigt, die Konkurrenz ist groß. Allerdings, die Documenta ist nach wie vor einzigartig. Und wir müssen, und unsere Aufgabe ist es, diese Einzigartigkeit herauszuarbeiten. Es ist ein wichtiges Ziel der Stadt Kassel und des Landes Hessen. Und dafür haben wir das Gedächtnis der Documenta, das Documenta-Archiv, in die Documenta GmbH überführt. Und es ist möglich geworden durch eine zusätzliche 500.000 €, die das Land aufbringt. Die finanzielle Ausstattung des Archivs mit jetzt insgesamt 1 Million € pro Jahr dient dem Ziel der internationalen Bedeutung dieser außergewöhnlichen Institution gerecht zu werden. Die Documenta und ihre Geschichte soll eben auch zwischen den alle 5 Jahre stattfindenden Ausstellungen in stärkerem Maße erlebbar sein, indem aus dem Archiv heraus Publikationen, Fachtagungen, Seminare, kunstpädagogische Angebote, aber auch Ausstellungen zur aktuellen Gegenwartskunst entwickelt werden.
Aber das ist nur ein erster Schritt. Das ist ein anfänglicher Schritt. Mittelfristig verfolgen Stadt und Land das Ziel, das Dokumentearchiv zu einem eigenständigen Forschungsinstitut weiterzuentwickeln. Und nicht zuletzt deswegen wurde mit Mitteln des Landes als Zentrum dieser Professur eine Dokumentarprofessur eingerichtet. Kunst und Kultur, ein Blick in den Haushalt zeigt uns, das kostet Geld, kostet viel Geld. Und nicht umsonst hat schon Goethes Margarete, und das soll heute das einzige Zitat meinerseits jedenfalls bleiben, im Faust festgestellt, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles, ach, wir Armen. Aber ich will hinzufügen, es ist gut angelegtes Geld. Denn Kunst und Kultur ist eben nicht etwas, was einfach so nebenher läuft. Es ist nicht einfach nur ein Sahnehäubchen, sondern Kultur ist Bestandteil der Infrastruktur, der geistigen Infrastruktur unseres Landes. Kultur ist, und das fängt an bei Sprache und Bildung, das, was uns im Innersten zusammenhält. Kultur ist heute mehr denn je bei all dem, was wir um uns herum erleben und wahrnehmen, an Hass und an Auseinandersetzungen ein Moment der Identität stiftet und der Verbundenheit und Vielfalt schafft. Und insoweit, ich bin der festen Überzeugung, werden wir das Nichtvorhandensein von Kultur und Kunst teurer bezahlen, als Investitionen in Kunst und Kultur uns kosten. Denn auf die Frage, wie wir aus der Geschichte lernen und den Nährboden für Extremismus austrocknen können, ist eine der zentralen Antworten, wir brauchen gute Bildung. Bildung ist die Grundlage, das Gemeinwesen zu verstehen, und Bildung ist die Grundlage, um es weiterzuentwickeln. Und kulturelle Bildung ist die Grundlage, um ein Gemeinwesen zu fördern, das von Toleranz und das von gegenseitigem Verstehen geprägt ist. Und deswegen, Kultur und Bildung gehören unmittelbar zusammen. Kultur ist das naheliegende, ich sage das in Anführungsstrichen, Instrument, um Bildung zu vermitteln. Und deswegen ist es ein zentrales Anliegen dieser Landesregierung, kulturelle Bildung mit Nachdruck zu stärken. Dieses Ziel haben CDU und GRÜNE im Koalitionsvertrag ausdrücklich und dick unterstrichen festgeschrieben. Daher haben wir, um möglichst viele junge Menschen anzusprechen, in Hessen gemeinsam mit Kommunen, mit privaten Förderern den Kulturkoffer gepackt. Seit dem Start in 2016 sorgen 28 Projekte quer durch Hessen, von Biedenkopf nach Schlitz über Lauterbach, dafür, dass Jugendliche attraktive kulturelle Angebote bekommen. Die Kernidee ist es, jungen Menschen, und zwar gerade auch im ländlichen Raum, mehr Kulturerlebnisse zu verschaffen und mehr jungen Menschen die Teilhabe am kulturellen Leben in unserem Land zu ermöglichen. Von 2015 bis 2018 werden wir deswegen die Mittel für kulturelle Bildung von 490.000 € auf 1,76 Millionen € gesteigert haben. Die Fokussierung von Kulturpolitik auf urbane Ballungsräume, teilweise ausschließlich auf urbane Ballungsräume, ist aus meiner Sicht eine Fehlentwicklung. Und so ist es die vornehmste Aufgabe einer Landeskulturpolitik, diesem Trend entgegenzuwirken. Es ist ein gefährlicher Trend, denn oftmals erschwert mangelnde Infrastruktur eine desolate Mobilitätssituation, der damit einhergehende immer höhere Zeitaufwand und natürlich auch hohe Fahrtkosten zu den weit entfernten Infrastrukturen kultureller Bildungsangebote, den Zugang zu kultureller Bildung. Und das wollen wir, das will diese Landesregierung ändern. Wir wollen das ändern mit einem neuen Modellprojekt mit dem schönen Namen Landsichten, das wir gemeinsam mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien auflegen, mit konkreten, unterschiedlichen Projekten verschiedene Ansätze der Etablierung kultureller Bildung im ländlichen Raum erproben. Das Konzept bietet unterschiedliche Modelle, und zwar passgenau für die jeweilige Modellregion und speziell abgestimmt auf die dortigen Bedürfnisse an. Ein anderes Kulturangebot, das in dieser Legislaturperiode eine neue Schwerpunktsetzung erfahren hat, ist die Soziokultur. Die Angebote nutzen jährlich mehr als 700.000 Menschen. Quer durch alle Altersgruppen, quer durch alle sozialen Schichten in Hessen. Und die Initiativen und Zentren der Soziokultur organisieren in unserem Land jedes Jahr rund 4.000 Veranstaltungen zu allen Themen, zu Literatur, zu Musik, Film, Theater, Tanz
oder Kleinkunst. Auch hier gilt wieder, Soziokultur findet überall statt. Soziokultur erreicht die verschiedensten Bevölkerungsgruppen. Soziokultur fördert und stärkt die Attraktivität des ländlichen Raumes und trägt dazu bei, Hessen lebenswert zu erhalten. Das ist der Grund, warum CDU und GRÜNE eben nicht nur den Landesetat für Soziokultur verdoppelt haben, sondern zugleich das Vergabeverfahren der Landesförderung auf neue Füße gestellt haben, die Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren hat das als einen Meilenstein bezeichnet, und das ist es bundesweit auch. Ganz besondere Erlebnisse hessischer Landeskultur bieten unsere hessischen Theater und Museen. Allein ein Blick auf die Besucherzahlen macht das unmissverständlich deutlich. Mittlerweile ist es Allgemeinwissen, dass wir jährlich mehr Besucher in Museen haben als in Fußballstadien. Aber nicht ein solches Allgemeinwissen ist, dass 2015 rund 745.000 Menschen die drei hessischen Staatstheater besucht haben und dass davon ein Viertel, also etwa 185.000 Kinder und Jugendliche gewesen sind. Keine Frage, das kostet auch wieder Geld. Wir lassen uns das eine Menge Geld kosten, und ich glaube, wir müssen uns das auch eine Menge an Geld kosten lassen, wenn wir unseren Anspruch, Bildung über Kultur zu vermitteln, eben nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich in der Praxis ernst nehmen wollen. Nahezu 100 Millionen €, die wir hier in diesem Themenbereich gemeinsam mit den Sitzstädten stemmen. Ich will in diesem Zusammenhang einen ganz besonderen Schatz in Hessen nicht unerwähnt lassen. Es sind die Bad Hersfelder Festspiele. Ich muss gestehen, ich habe mich über die ein oder andere unsachliche Diskussion der Finanzierung der Bad Hersfelder Festspiele durch das Land schon wirklich wundern müssen. Da wurde von Ungerechtigkeiten gesprochen, oder es wurde der Vorwurf erhoben, man müsse nur einen großen Namen haben, um gefördert zu werden. Meine Damen und Herren, es ist alles Unsinn. Es ist falsch. Die Festspiele gelten neben Bayreuth getroffene Hunde bellen. Die Festspiele gelten neben Bayreuth als herausragendes Beispiel deutscher Festspielkultur. Und insoweit muss es doch, lieber Kollege Jörg-Uwe Hahn, uns allen ein gemeinsames Anliegen sein, diese Marke der Landesfestspiele auch besonders zu pflegen. Ich kann Ihnen versichern, die Entscheidung, in den vergangenen beiden Jahren den Zuschuss zu den Festspielen in Bad Hersfeld um insgesamt rund 500.000 € zu erhöhen, ist eine Entscheidung, die bewusst gefallen ist, ist eine Entscheidung, die zielgerichtet gefallen ist, ist eine Entscheidung, die wir sachorientiert getroffen haben, gerade auch um Hochkultur außerhalb des Ballungsraumes, indem wir ja mit dem Kulturfonds im Übrigen als Land Hessen zu 50% noch zufinanzieren, zu fördern und um ein kulturelles Highlight unseres Landes, das internationale Aufmerksamkeit genießt, zu retten, das ohne unseren Einsatz. Denn das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ohne unseren Einsatz hätten die Bad Hersfelder Festspiele möglicherweise vor dem Ausgestanden. Und ich glaube, hier haben wir kulturpolitische Verantwortung ersten Ranges übernommen. Und natürlich trifft es auch zu, dass an vielen anderen Orten in Hessen Festspiele zu Recht eine große Rolle spielen. Und genau deswegen haben wir auch dieses Budget spürbar erhöht, beispielsweise durch den Sondertopf Sommerfestspiele. Und von den Aufwüchsen haben 2016 ganz großartige Festspielorte wie Bad Vilbel, wie Hanau oder eben auch Wetzlar profitiert. Wir bedanken mich sehr bei dem Abgeordneten Jörg-Uwe Hahn. Wir investieren aber auch intensiv in unser historisches Erbe. Mit dem neu aufgelegten Kulturinvestitionsprogramm fließen 10 Millionen zusätzliche Euro in 28 Liegenschaften für Haltung, für Sanierung, für Schutz und für Barrierefreiheit. Erst vor wenigen Wochen habe ich mit den Abgeordneten Lorz und Rock Kloster Seligenstadt besucht. Wie viele Jahre hat es gedauert, bis wir den Klosterhof endlich für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, mit Menschen mit Behinderung besser zugänglich machen konnten? Jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir es hinbekommen mit dem Kulturinvestitionsprogramm. Ich war vor kurzem mit dem Abgeordneten Hofmeister in Weilburg und habe mir die notwendigen Arbeiten am Schloss Weilburg angeschaut, ohne die wir gar nicht mehr die Festspiele dort organisieren könnten. Das KIPP macht es möglich. Ich bin mit dem Abgeordneten Armin Klein
gewesen im Schlosspark in Wilhelmsthal und in Armin Schwarz. Armin, Gottes Willen, Armin Schwarz. Armin Schwarz natürlich, Entschuldigung, Armin Schwarz. Ja, jetzt tut mir ja schrecklich leid, der Armin weiß, wer gemeint gewesen ist. Und in Schloss Erbach, also ich gebe eine Runde aus, Entschuldigung. Und in Schloss Erbach habe ich mit der Abg. Judith Landert kürzlich das Deutsche Elfenbeinmuseum eröffnen können. Meine Damen und Herren, mit der Einrichtung des Deutschen Elfenbeinmuseums im Erbacher Schloss kehrt das Thema. Bitte? Nein, nein, also ich höre jetzt auf, sonst komme ich mit der Redezeit in der Tat nicht hin. Es würde mir aber zu jedem von Ihnen etwas einfallen. Aber ich will das jetzt bei den Namen belassen. Mit der Einrichtung des Deutschen Elfenbeinmuseums kehrt das Thema Elfenbein an seinen Ursprungsort zurück. Und ich finde, es ist beeindruckend, was mit den rund 1,25 Millionen Euro, die das Land aus dem Kulturinvestitionsprogramm für dieses Projekt zur Verfügung gestellt hat, geschaffen worden ist. Beeindruckend, kann man nur sagen. Und, meine Damen und Herren, auch das ist ein Beleg für die Wirkung von Landeskulturpolitik außerhalb des Ballungsraumes für den ländlichen Raum. Hessen ist heute ein profilierter Filmstandort. Wir bilden in unseren Hochschulen die Spezialisten für die Branche aus. Wir haben das, was man interessante Locations nennt, nordhessische Wälder und Landschaften für Katja von Garniers Ostwind, Animationsexperten für Pettersson und Findus, die Skyline von Frankfurt und das Marburger Schloss für Alles ist Liebe und Til Schweigers Conny und Co. Aber, meine Damen und Herren, wir haben vor allem eins. Wir haben eine attraktive Filmförderung. Wir bündeln die Filmförderung. Wir haben klare Strukturen geschaffen. Wir haben einen zentralen Ansprechpartner geschaffen. Wir haben nicht nur das geschaffen, sondern wir haben mit dem Haushalt 2017 ein wirklich kräftiges Signal für den Filmstandort Hessen gesendet, ein Signal, das auch die Branche anerkennt. Wir haben die Mittel um 1 Million gesteigert. Wir wandeln eine weitere Million von einer Darlehens- in einer Zuschussförderung um. Und umso mehr freue ich mich, dass wir offensichtlich wirklich alles richtig gemacht haben. Denn anders ist nicht zu erklären, dass wir, na ja, kann man schon sagen, dass wir in die wirklich lang ersehnte, in den lang ersehnten Verband Focus Germany aufgenommen worden sind. Also, ich wundere mich, dass gerade die SPD sich dazu äußert, und das aus dem Munde von Norbert Schmidt, der sich bislang zum Thema Film und Filmförderung und Kultur nicht sehr eingelassen hat. Meine Damen und Herren, eine Reise durch Hessen macht besonders deutlich, wie breit dieses Kulturland aufgestellt ist. Sie beginnt im Landesmuseum in Darmstadt. Es ist eines der letzten großen Universalmuseen, und zwar in Europa, das das Land Hessen mit 80 Millionen € saniert und renoviert hat. Hier finden Sie wirklich alles von der naturkundlichen Sammlung über den größten zusammenhängenden Werkkomplex von Josef Beuys bis hin zu den bedeutendsten Werken von Gerhard Richter. Danach können Sie ins Staatstheater gehen. Es ist mit seinen 50.000 Quadratmetern die drittgrößte Bühne in Deutschland nach Berlin und Frankfurt mit mittlerweile fantastischen Aufführungen. Wirklich Tolles, was dort dargeboten wird. Ich kann nur empfehlen, derzeit Eva-Maria Höckmeyers Tosca, eine Regisseurin, die kürzlich dort einen Freischütz inszeniert hat, der es in sich hatte. Fahren wir weiter auf der Reise auf die hessische Route der Romantik. Sie beginnt, wenn es dann soweit ist, in Frankfurt im Deutschen Romantikmuseum, 4 Millionen € des Landes. Wenn es die nicht gegeben hätte, ich will über die Frankfurter Irrungen und Wirrungen der Kommunalpolitik nicht sprechen, hätten wir diese Route der Romantik nicht einrichten können. Der Weg führt in das Brentano-Haus, ein einzigartiger Ort, 1,2 Millionen €, die wir als Land Hessen hier in die Hand genommen haben, um das Kleinod zu sichern. Und wenige Kilometer weiter ist wirklich zu sehen, rein Romantik pur und in echt erlebbar. Hier hat das Land Hessen saniert und revitalisiert für 10 Millionen €. Und wenn Sie dann hierher kommen nach Wiesbaden, haben Sie ein Landesmuseum mit rasch wechselnden und spannenden Sonderausstellungen. Was allerdings nicht wechselt, sondern was bleibt, das ist die Tatsache, dass hier neben dem Norton Simon Museum in Pasadena die größte Jawlensky-Sammlung der Welt vorhanden ist und im Übrigen all das möglich gemacht wurde mit einer Landesinvestition in Höhe von 42 Millionen € für die Gesamtsanierung des Hauses. Und dann fahren Sie 200 km weiter und kommen in die Museumslandschaft Hessen-Kassel. Es ist eine der größten Museumslandschaften Deutschlands. Sie steht in einer 600-jährigen Tradition des Sammelns, des Bewahrens und des Gestaltens. Es ist wirklich beeindruckend, das Zusammenspiel von Kunst- und Wissenschaftssammlungen und einzigartigen historischen Schloss- und Parkanlagen. Es war eine wegweisende Entscheidung, die damals getroffen worden ist.
mit einem Einsatz von 200 Millionen € ein Kulturinvestitionsprogramm zu starten. Jetzt wird Frau Beer einwenden, es war zur Amtszeit von Kollegin Ruth Wagner. Das mag sein, und das ist auch okay, eine sehr geschätzte Vorgängerin, aber so etwas geht immer nur im Zusammenspiel. Deswegen will ich sehr deutlich sagen, in diesem Zusammenspiel haben Udo Kortz und Eva Kühne-Hörmann, meine beiden Vorgänger der CDU, eine ganz großartige Rolle gespielt. Nicht anders war es möglich, den Bergfried der Löwenburg mit dem Grundstein jetzt zu legen, 30 Millionen €. Nicht anders war es möglich, das Haus der Geschichte, Kunst und Kultur, nämlich das neue Landesmuseum, für rund 31 Millionen € zu eröffnen. Und, meine Damen und Herren, demnächst kommt ein neues Highlight in Kassel dazu, denn daneben entsteht mit dem Neubau des Deutschen Tapetenmuseums in Kassel ein wirklich ganz, Frau Müller, ein ganz herausragender Ausstellungsort für eine Spezialsammlung von Weltgeltung. Und im Untertitel werden wir natürlich auch schreiben, es ist ein Museum für Raum, Kunst mit Landesmuseum, mit Torwache, mit dem Museum für Tapeten- und Raumkunst und mit der Murhatschen Bibliothek entsteht am Brüder-Grimm-Platz ein außergewöhnlicher kultureller Hotspot. Meine Damen und Herren, Herr Kollege, die Redezeit ist eigentlich abgelaufen. Ich bedanke mich für den Hinweis, Herr Präsident. Ich werde so schnell wie möglich zum Ende kommen. Deswegen überspringe ich das eine oder andere. Ich will aber noch zu einer Zeitung des Deutschen Kulturrates kommen, eine interessante Zeitschrift, die der Deutsche Kulturrat hier herausgibt. Die schreibt, die Hessen sind anders als die anderen Kinder. Im Hessischen Landtag geht es im Kulturpolitischen Ausschuss gar nicht um Kulturpolitik. Die Kultur im landläufigen wie im kulturpolitischen Sinne beschäftigt stattdessen den Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. Ja, das ist so, und es ist auch gut, dass es so ist, denn Wissenschaft und Kunst sind zwei Seiten derselben Medaille. Denn wer Kulturland sein will, der muss auch Künstler ausbilden. Und wir tun das. Wir investieren weiter als einfach nur in die Kasseler Hochschule, in die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, in die Hochschule für Gestaltung in Offenbach und eben nun auch in die Frankfurter Städel-Schule. Wir investieren im Rahmen der Fortschreibung des Hochschulbauprogramms Heureka, mit dem wir nicht nur hochschulpolitische, sondern auch kulturpolitische Schwerpunkte setzen. Denken Sie an die beiden Neubauten, die wir möglich machen, mit einem Volumen von jeweils 100 Millionen € und die eine Ausstrahlung für die kulturelle Bildung und die Kulturlandschaft in Hessen insgesamt haben werden. Für uns ist Hochschulbau nicht einfach nur die Zurverfügungstellung funktionaler Infrastruktur. Für uns ist es auch immer eine Stadt- und Strukturentwicklungsmaßnahme. Und so folgt die Entscheidung für den Neubau der Kunsthochschule in Frankfurt unmittelbar der Idee des Museumsufers. Hier haben wir die Heimat der bildenden Künste, und dort werden wir die Heimat der darstellenden Künste haben. Es wird eine Initialzündung sein, gemeinsam mit dem Ensemble Modern, mit der Frankfurt Dresden Dance Company, mit der Jungen Deutschen Philharmonie, ein kulturell geprägtes Stadtquartier, was seinesgleichen sucht. Und das Gleiche gilt natürlich für den Neubau in Offenbach. Auch dieser Neubau folgt einer kultur- und strukturpolitischen Idee. Hier wird das Zentrum der Kultur und der Kreativwirtschaft sein. Der Nukleus ist neben der Hochschule Darmstadt die Hochschule für Gestaltung in Offenbach, die die Kreativen und die Künstler mit diesem Neubau anziehen wird und ausbilden wird. Ich will zum Schluss kommen. Wir müssen uns alle im Klaren darüber sein, dass die über Jahrhunderte gewachsene Kultur mit den damit verbundenen reichen Bildungsangeboten immer auch die entscheidende Voraussetzung für wissenschaftlichen Fortschritt, für wirtschaftliches Wachstum und für den sozialen Standard gewesen ist und dies nach wie vor auch so bleibt. Deswegen lassen Sie uns diese Tatsache im Blick behalten und uns deshalb zum Wohl unserer Gesellschaft gemeinsam für eine großzügige und für eine umfassende Gestaltung der hessischen Kultur einsetzen. Diese Landesregierung, diese CDU und Grüne Koalition hat bewiesen, dass sie es so machen will. Ich glaube, dass es sich lohnt, denn Kunst und Kultur stiftet, wie es im Titel dieser Regierungserklärung heißt, Identität, Verbundenheit und Vielfalt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Redner ist Herr Abg. Schäfer-Gümbel für die SPD-Fraktion. Eine Minute mehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Zunächst, Herr Minister, herzlichen Dank für Ihre Erklärung.
war mir nicht ganz sicher, ob Sie sich hier eher als Tourismusminister bewerben, in Nachfolge von welchem Geschäftsführer in der Hessenagentur auch immer. Bisher dachte ich eigentlich, dass wenigstens dieser Teil Ihrer Tätigkeit Ihnen Spaß macht und Freude. Angesichts dieser Regierungserklärung, und ich will gleich dazu sagen, Ihre Regierungserklärung hat ja in der Erklärung selbst, die Sie hier vorgetragen haben, nichts in der Substanz mit dem zu tun, was Sie gestern Abend den Fraktionen zur Verfügung gestellt haben. Das ist das zweite Mal in Folge. Es ändert in der Substanz allerdings nichts. Ich werde dazu gleich im Detail kommen, weil das Kernproblem des Entwurfs, den Sie gestern allen zur Verfügung gestellt haben, im Vergleich zu dem, was Sie heute vorgetragen haben, ist nicht kleiner geworden. Aber es ist ein Hinweis darauf, dass offensichtlich es mal wieder einen qualifizierten Hinweis aus welcher Fraktion auch immer gegeben hat, dass das, was Sie gestern vorgelegt haben, zumindest nachbearbeitungsbedürftig ist, wie damals bei Ihrer Wissenschaftserklärung. Ich will das sehr freundlich sagen, mit Blick darauf, dass wir kurz vor Weihnachten stehen, und das ist ein Fest des Friedens. Aber ich will das schon versuchen, ein bisschen zu beschreiben. Sie haben in Ihrer Regierungserklärung vorrangig bauliche Maßnahmen mit zwei Ausnahmen beschrieben, die aus meiner Sicht im Wesentlichen hier auch im Konsens behandelt wurden. Das gilt für das Landesmuseum in Darmstadt, das gilt für die Museumssanierung in Wiesbaden, das gilt ganz sicherlich und ausdrücklich auch für die Museumslandschaft in Kassel, einschließlich der Gründung des Dokumentearchivs. Alles Maßnahmen, die wir ausdrücklich unterstützen. Das gilt auch für die Entwicklung im Bereich der Hochschulen. Ich finde, dass wir da wirklich extrem viel zu bieten haben als Bundesland. Die Weiterentwicklung des Kulturcampus, aber auch der Hochschule in Offenbach. Alles Maßnahmen, die dankenswert sind, die von uns ausdrücklich unterstützt werden. Das gilt bis zur Frage des Kulturkoffers, den Sie ja eben auch noch einmal beschrieben haben. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie in Ihrer Regierungserklärung erklärt haben, mit wem Sie alles in den letzten Monaten und Jahren so das ein oder andere Kulturprojekt besucht haben. Gefehlt hat mir jetzt am Ende dann in der Tat bei Ihrer Aufzählung, damit sie vollständig geworden wäre, welche Broschüren Sie eigentlich aus Ihrem Ministerium veröffentlicht haben. Damit komme ich sozusagen der etwas weniger freundlichen Beschreibung Ihrer Regierungserklärung. Man könnte auch Ihre Regierungserklärung zusammenfassen, die ja am Ende mal von einem Masterplan Kultur ausgegangen ist, zu dem will ich am Ende ein paar Fragen stellen, etwas weniger versöhnlich mit Blick auf Weihnachten, dass offensichtlich Sie so ein bisschen als Stichwortgeber für das aktuelle Panini-Album, das Sie heute Morgen in unserer Pressestelle gefunden haben, Hessen sammelt Hessen. Wahrscheinlich hat Ihr Staatssekretär Ihnen ein paar Hinweise gegeben, der ja ganz besonders fleißig Panini-Bilder sammelt und tauscht. Aber ich will Ihnen sagen, mit einer Regierungserklärung hat das, was Sie hier in den letzten 25 Minuten zum Thema Kultur vorgetragen hat, ziemlich wenig zu tun. Ziemlich wenig zu tun. Sie haben, um es mal politisch zu formulieren, zunächst alle Pressemeldungen der letzten vier Jahre Ihres Hauses zusammengefasst. Sie haben darüber hinaus keine einzige der derzeit anstehenden Fragen für den Kultur- und Kunstbetrieb beantwortet und aufgerufen. Und im Ursprungsmanuskript hätte ich jetzt noch gesagt, es gibt so eine gewisse Orientierungslosigkeit bei dem Einstieg, wenn Sie über Vielfalt und Identität reden. Das haben Sie ja dankenswerterweise heute weggelassen. Ich glaube, da hole ich mich ausdrücklich mit Hinweis auf das, was möglicherweise aus den Fraktionen der Regierung gekommen ist. Damit will ich aber mich im Wesentlichen mit dem zweiten Punkt beschäftigen, nämlich den Fragen, die für den Kunst- und Kulturbetrieb sich derzeit stellen, auch und insbesondere in Hessen. Ich will das nur an sieben Punkten festmachen, und ich will jetzt schon sagen, dass ich dafür wahrscheinlich keine 17 Minuten mehr brauchen werde. Erstens. Kulturinvestitionen. Herr Minister, Sie haben ausdrücklich, ich habe das eben gewürdigt, darauf hingewiesen, dass es eine Vielzahl von wichtigen Kulturinvestitionen in den letzten Jahren gegeben hat. Aber ich will darauf hinweisen, dass diese Investitionen sich ganz wesentlich auf große Kulturinitiativen und Institutionen ausgerichtet haben, dass dabei insbesondere kleinere und Einrichtungen vor allem auch im ländlichen Raum nicht im Fokus Ihrer Arbeit standen. Mich hätte im Rahmen einer Regierungserklärung schon einmal interessiert, wie Sie eigentlich das Verhältnis zwischen Ballungsraumkultur und Kultur im ländlichen Raum in Hessen beschreiben wollen in den nächsten Jahren.
Was, Herr Minister, übrigens viel mit dem Thema Vielfalt zu tun hat. Herr Jung, Sie können gerne nach vorne kommen, auch etwas sagen und würde gerne antworten. Ja, würde mich freuen. Zweitens. Der Anspruch Kultur für alle, den Hilmar Hoffmann als den programmatischen Anspruch der Kulturpolitik nicht nur für die kommunale Seite, sondern auch für die Länder beschrieben hat, ist einer, der zumindest heute kritisch hinterfragt werden muss, ob dieser Anspruch von Hilmar Hoffmann, den in allen Reden, in der Regel von allen Kulturpolitikern aus allen Fraktionen inzwischen öffentlich geteilt und unterstützt wird. Faktisch erreichen die Kulturinstitutionen der unterschiedlichsten Art, der unterschiedlichsten Kulturebenen nicht mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Nicht mehr als die Hälfte. Das ist ein Thema, ein Anspruch, wenn man Kultur für alle ernst nimmt, wo ich in einer Regierungserklärung eines hessischen Kulturministers, der ansonsten in vielen Erklärungen sagt, dass ihm das Thema wichtig ist, schon gerne einmal etwas gehört hätte dazu, wie Sie glauben, dass man diesen Anspruch Kultur für alle eigentlich in der Zukunft auch in der Fläche beschreibt. Und dabei will ich ausdrücklich sagen, Kultur ist für uns dabei mehr als Staatstheater und öffentliche Museen. Es geht unter anderem auch um die Kleinkunstbühnen, um die verschiedenen Kulturangebote in den Stadtteilen, auch der großen Städte, in den Stadtteilen wie auch im ländlichen Raum. Es geht um die vielen privaten Kulturinitiativen, weil Kultur ist ausdrücklich nicht nur öffentlicher Raum und öffentliche Verantwortung. Unsere Kulturlandschaft wäre nicht so reich, wenn es nicht viele Initiativen gäbe. Sie haben übrigens am Einstieg, das fand ich besonders bemerkenswert, viele Aristokraten benannt in der Förderung dessen, was in Hessen so passiert ist. Mit Blick insbesondere auf die Freie Reichsstadt Frankfurt will ich einmal sagen, dass einer der wesentlichen Treiber von kultureller Entwicklung das Bürgertum war. Und dazu haben Sie auch nichts gesagt. Ich will es nur erwähnt haben bei Ihrem Beitrag. Ich will unter dem Stichwort Kultur für alle auch sagen, Herr Minister, es hat mich verwundert, dass Sie z.B. mit Blick auf all die Leuchttürme, die Sie beschrieben haben, auf so wertvolle Arbeit wie auf die Kulturlogen, die ähnlich wie Tafelprojekte dafür sorgen, dass Menschen, die keine finanziellen Möglichkeiten oder unzureichende haben, sich an kulturellen Angeboten zu beteiligen, diese derzeit wirklich stark wachsen, weil es ein Bedürfnis gibt, sich kulturell zu bilden, sich einzubringen, sich zu bereichern, und die Kulturlogen gerade in Hessen dabei große Arbeit leisten, erfolgreiche Arbeit. Und zur Frage der Soziokultur und der Stadtteilarbeit habe ich eben schon einmal eine Andeutung gemacht. Ich will nur exemplarisch auf die traditionelle Arbeit der soziokulturellen Projekte im Rahmen der LAG Soziale Brennpunkte hinweisen, die unendlich viel mit der Identitätsstärkung von jungen Menschen, gerade in Stadtteilen und Quartieren, die abgehängt sind, zu tun haben. Und das spielte in Ihrer Regierungserklärung keine Rolle. Und deswegen sage ich Ihnen, wenn Sie über einen Masterplan, wie Sie das im schriftlichen Manuskript angekündigt haben, ernsthaft nachdenken, dann müssen Sie Ihre Orientierung auf die Leuchttürme in Hessen aufgeben und endlich einen breiten Kulturbegriff anwenden. Kein Wort von Ihnen zu der anderen Seite der Medaille, wenn wir über Kultur für alle reden, nämlich über die Frage, die derzeit den Kulturbetrieb besonders beschäftigt, Kultur von allem, und der Frage, wie eigentlich Digitalisierung als Chance zur Teilhabe von Menschen an Kultur und Kunst sich äußert. Kein Wort dazu. Es findet überhaupt nicht statt. Das ist aber das, was derzeit die kulturpolitischen Debatten Land auf Land ab bestimmt, wie diese Möglichkeiten genutzt werden können, damit sich die Menschen – Sie haben das Thema Vielfalt ganz bewusst in Ihrer Regierungserklärung in den Titel geschrieben – wie sich Vielfalt ausdrücken kann, einbringen kann, wie Hemmschwellen auch zur Teilhabe am kulturellen Betrieb eben entsprechend sinken. Vierte Bemerkung, zu der Sie ziemlich wenig gesagt haben, die aber für Hessen eine zentrale Bedeutung hat.
65% aller kulturellen Leistungen sind kommunal finanziert. Hessen ist eines der Bundesländer mit dem am Abstand höchsten kommunalen Teil an der Kulturfinanzierung. Und deswegen will ich Ihnen sagen, auch dazu hätte ich mir eigentlich von Ihnen ein paar Bemerkungen gewünscht, wie angesichts auch dessen, was gelegentlich aus dem Innenministerium an Haushaltsauflagen kommt, was im Rahmen vom kommunalen Finanzausgleich ja hier auch eine kritische Debatte war, wie wir eigentlich diesen kulturellen Reichtum langfristig angesichts, und da haben Sie mit zwei Nebenbemerkungen was zu gesagt, da werde ich auch noch gleich noch was zu sagen, nämlich beim Thema kulturelle Bildung, der Aufgabe der kulturellen Bildung angemessen gerecht werden soll, wenn die finanziellen Möglichkeiten so unter Druck stehen, wie sie das in Hessen auf der kommunalen Seite tun. Kein Wort dazu vom Kulturminister dieses Landes. Und dass wir es da auch mit Verteilungsfragen zu tun haben, ist doch auch klar. Ich will nur ein Beispiel dazu nennen, wie sich unterschiedliche Landesförderpolitik auf kommunale mit Landeswirkung entfaltende Kulturprojekte äußert. Und Sie haben eben die Bad Hersfelder Festspiele zu Recht angesprochen. In der Tat, Festspiele mit überregionaler Bedeutung, mit einer großartigen künstlerischen Leistung, die von vielen Menschen besucht wird, die von allen gewürdigt wird, die inzwischen mit, wenn ich die Zahlen richtig sehe, 777.000 € durch das Land gefördert wird. Gleichzeitig, und das bei 78.000 Zuschauern, gleichzeitig die Burgfestspiele in Bad Vilbel 2015 wurden durch das Land nur mit 10.000 € unterstützt. Und das, obwohl die Bad Vilbel Festspiele mit 109.000 Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich mehr Zuschauerinnen und Zuschauer hatten. Jetzt kann es sein, dass der Finanzierungsbedarf der Bad Vilbeler Festspiele geringer ist. Das kann gut sein. Aber ich will zumindest darauf hinweisen, dass man sich nicht auf einzelne Leuchttürme konzentrieren kann, wenn man als Landeskulturminister einen Beitrag zur Unterstützung der Kultur im gesamten Land leisten will. Und abgerundet haben will ich das mit dem Hinweis, dass die Brüder Grimm-Festspiele 2015 lediglich mit 12.500 € Zuschuss unterstützt wurden, während auch dort immerhin 77.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren. Und deswegen sage ich Ihnen, wenn wir über Landeskulturpolitik reden und nicht nur über einzelne Kulturprojekte, die man sich schön rausgreifen kann und beschreiben kann, das ist schön, was dort passiert, das ist gut, das ist werthaltig, das ist eine Bereicherung für unser Land, man nicht den Blick dafür verstellen darf, was dahinter passiert. Man kann sich nicht auf Einzelprojekte berufen, wenn die Strukturen nicht klar sind. Und deswegen hätte ich gerne mehr zu Ihrem Masterplan Kultur gehört, was Sie eigentlich damit bezwecken, was die Ziele und die Zwecke dieser Veranstaltung eigentlich sind. Ich will das im Grundsatz ausdrücklich unterstreichen, dass wir das unterstützen, was Sie zum Thema der kulturellen Bildung gesagt haben. Das ist die zweite große Aufgabe neben der Digitalisierung, die für den Kunst- und Kulturbetrieb in den nächsten Jahren den Kunst- und Kulturbetrieb deutlich stärker fordern wird. Das gilt im Übrigen auch für die Bildungseinrichtungen des Landes. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen. Es geht dabei auch um die Zusammenarbeit von Kultur und Schule. Das ist ein Thema, das deutlich entwicklungsfähig ist, auch weil die kulturelle Bildung in den letzten Jahrzehnten deutlich an Gewicht auch in den allgemeinbildenden Bildungsgängen zurückgegangen ist. Und das kann man mehr als kritisch aufrufen, auch mit Blick auf die Frage, welchen Einfluss hat eigentlich kulturelle Bildung auf die Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie das gesellschaftliche Miteinander funktioniert, welche Kompetenzen junge Menschen eigentlich in ihrem Bildungsweg mitbekommen, sich in einer vielfältigen, liberalen Gesellschaft zu bewegen. Dort spielt kulturelle Bildung eine zentrale Rolle. Alleine die Haushaltszahl zu definieren, dass Sie jetzt die Mittel knapp verdreifachen, das freut einen. Aber wir würden schon gerne stärker wissen, auch vom Kultusminister,
was das denn jetzt an Konsequenzen für die kulturelle Bildung in den Curricula der Schulen hat. Sind das außerschulische Projekte? Wird die Frage der Musikförderung, auch der Zusammenarbeit von schulischer und außerschulischer Musikerziehung intensiviert? Was heißt das denn für die Förderung kommunaler Musikschulen? Was heißt das für die unterschiedlichsten anderen Angebote, Literaturwerkstätten, Theaterworkshops, soziokulturelle Zentren, all diese Gruppen, die einen so zentralen Beitrag für die kulturelle Bildung leisten? Nichts. Sie werfen mit Haushaltszahlen um sich, mit ein paar Leuchttürmen, aber in der Sache, was Sie dort tun wollen, habe ich von diesem Landeskulturminister nichts gehört. Und deswegen, wenn Sie hier über einen Masterplan Kultur reden, hätten Sie dazu heute ernsthaft etwas sagen können. Aber auch das ist eine Leerstelle in Ihrer Regierungserklärung. Der zweite Teil der kulturellen Bildung ist die kulturelle Integration. Und auch das ist eine große Aufgabe, die sich dem Land in den nächsten Jahren stellt. Ich will heute mit Blick auf die Aktuelle Stunde, die wir am Donnerstag haben werden, nichts zur Frage von kultureller Integration und Staatsangehörigkeit sagen und den Entscheidungen, die auf den CDU-Bundesparteitag gefallen sind. Wir werden dazu im Detail in dieser Woche noch zu reden haben. Aber ich will schon noch einmal auf Ihr schriftliches Manuskript zurückkommen, weil es für mich wirklich der befremdendste Teil in Ihrer ursprünglichen Regierungserklärung war, die Sie jetzt am Ende nicht gehalten haben, aber die ja doch etwas sagt zu der Grundhaltung, mit der Sie an das Thema rangehen. Dort sprechen Sie in Ihrem Eröffnungsteil der Regierungserklärung davon, dass es so etwas wie eine gemeinsame Kultur, eine Hessenidentität gibt, ohne sie näher zu beschreiben. In der Überschrift erklären Sie dann wiederum, es sei Vielfalt. Wenn Sie mit solchen Begrifflichkeiten spielen, hätte ich von Ihnen erwartet, als Landeskulturminister, dass Sie dazu auch einmal etwas sagen, was das denn jetzt heißt. Welche Rolle spielt denn jetzt kulturelle Integration und Vielfalt angesichts einer Geschichte des Landes, die wir in der Sondersitzung des Hessischen Landtags vorletzte Woche hinreichend und gemeinsam gewürdigt haben, die eben vor allem eine Geschichte von Zuwanderung ist, die eine Geschichte von Einwanderung ist? Und welche Rolle das wiederum bei der Frage von kultureller Identität spielt, wie sie sich verändert? Und dass sie sich verändert, ist doch ganz offensichtlich. Aber auch dazu hat der Minister, der Landeskulturminister, in seiner Regierungserklärung nichts gesagt. Das finde ich hochgradig bedauerlich, weil gerade so eine Regierungserklärung hätte ja eine Riesenchance geboten, dazu irgendwann einmal etwas zu sagen, statt sich immer auf einzelne Leuchttürme zu beziehen und ansonsten um die eigentlichen Fragen, die uns gerade auch im gesellschaftlichen Miteinander bewegen, sich drumherum zu schleichen. Vorletzte Bemerkung. Auch kein Wort des Ministers zur sozialen Lage der Künstlerinnen und Künstler, einschließlich der Verantwortung öffentlicher Kulturinstitutionen. Ich will jetzt nicht über den Mindestlohn reden und die Bedeutung des Mindestlohns für den Kunst- und Kulturbetrieb, der elementar war. Ich will jetzt nicht so sehr über die Frage reden, welche Möglichkeiten das Land hätte, beispielsweise auch zu fördern und zu unterstützen, möglicherweise. Es gibt dazu keinen Haushaltsantrag, damit das sozusagen gleich für die Debatte klar ist. Ich will es nur problematisieren. Ich hätte sozusagen eine Idee des Ministers dazu erwartet, ob es so etwas geben kann wie eine Mindestvergütung in Galerien für Künstlerinnen und Künstler und welchen Beitrag wir möglicherweise dabei leisten können, das anzuschieben. Warum sage ich das? Weil auch viele von Ihnen wahrscheinlich in diesen Tagen angesprochen werden von Schauspielerinnen und Schauspielern, die mit Ihnen über die soziale Lage, insbesondere der freien Szene, sprechen. Und die Bereicherung des künstlerischen Lebens in diesem Land hängt fast immer unmittelbar mit prekären Arbeits- und Sozialbedingungen zusammen. Aber auch dazu hat der Landeskulturminister in dieser Regierungserklärung nichts gesagt, und auch das ist eine vertane Chance. Vorletzte Bemerkung, sehr geehrter Herr Minister, ich hätte zumindest dann erwartet, Hessen ist ja doch so etwas wie das Land des Buches, das Bundesland des Buches, mit der Frankfurter Buchmesse, mit den Verlagen und all den Themen. Ich hätte mir doch zumindest
eine kurze Bemerkung vom Landeskulturminister des Buchlandes Hessen gewünscht, dass er vielleicht etwas zu den aktuellen Auseinandersetzungen bei der VG Wort und den schwierigen Verhandlungen in Berlin sagt. Weil ich sage Ihnen, die Lösung gerade für die Verwertungsgesellschaft liegt im Moment im Unionslager. Es geht um eine einzige Änderung, die nicht im Moment auf den Weg gebracht werden kann, weil die Unionsseite das auf der Bundesebene blockiert. Beim Thema Urhebervertragsrecht, da geht es um den indirekten Auskunftsanspruch von Urhebern, wo die CDU-CSU-Bundestagsfraktion nicht in der Lage ist, den Weg freizumachen wegen des Drucks einer einzelnen Gruppe, die übrigens nicht die Verleger insgesamt sind, sondern einer Teilgruppe, die am Ende dazu führt, dass wir auch bei der VG Wort im Moment bei einer sehr schwierigen Lage für die kleinen Verlage nicht vorankommen. Und damit will ich zum Ende kommen, weil ich jetzt doch die Redezeit ausgeschöpft habe. Herr Minister, Sie haben uns Gott sei Dank am Ende wenigstens erspart, Ho Chi Minh in dieser Debatte zu zitieren. Ich will das ausdrücklich nicht tun, weil, ehrlich gesagt, die Beiträge von Ho Chi Minh zum Thema Kultur, da habe ich ein sehr distanziertes Verhältnis zu. Aber gemessen daran, was der Anspruch an eine Regierungserklärung eines Landeskulturministers zur Zukunft der Kulturpolitik ist, war das, was Sie heute hier abgeliefert haben, ehrlich gesagt gar nichts. Und das bedauere ich sehr, weil es genügend Themen gegeben hätte, die es wert gewesen wären, durch einen Landeskulturminister einmal aufgerufen zu werden. Herzlichen Dank. Das Wort hat für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Frau Abg. Feldmayer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich etwas gewundert gerade über die Rede des Kollegen Schäfer-Gümbel. Die SPD hätte jetzt 20 Minuten Zeit gehabt, mal darüber zu reden, was ihre Vorstellung denn von guter Kulturpolitik in Hessen ist. Ich habe einen Punkt identifizieren können. Das war Kultur für alle. Ich sage mal, das ist nicht gerade das Neueste. Das ist schon seit Jahrzehnten, glaube ich, auch Konsens hier in diesem Haus, dass Kultur für alle wichtig ist, dass es richtig ist. Das leben die Staatstheater, das leben die Landesmuseen hier in Hessen. Das ist nichts Neues. Die Menschen bemühen sich, die haben ihre Theater geöffnet. Dieses Bild von Hochkultur versus Subkultur, was Sie gerade gezeichnet haben, das gibt es nicht mehr, meine Damen und Herren. Das gibt es schon lange nicht mehr. Die Intendanten alle bemühen sich darum, ihre Häuser zu öffnen, sie aufzumachen. Und diese Kultur für alle ist Konsens. Darüber brauchen wir uns doch gar nicht zu streiten. Und das ist nichts Neues, meine Damen und Herren. Und, also einerseits habe ich mich natürlich gefreut, dass Kollege Schäfer-Gümbel hier das Wort ergriffen hat. Ich muss zugeben, ich war einigermaßen enttäuscht bei der Rede zum Haushalt der SPD zum Einzelplan 15. Ich glaube, das war ein Halbsatz, der die SPD die Kultur gewidmet hat, ein Halbsatz des Kollegen Grumbach. Und wenn Sie sich hier hinstellen und alles Mögliche einfordern, was noch getan werden müsste, dann frage ich mich, wo sind denn eigentlich die Haushaltsanträge der SPD gewesen beim Thema Kultur? Habe ich da etwas übersehen? Bin ich da falsch? Also von Ihnen kam ja kein einziger Änderungsantrag. Und dann stellen Sie hier hin und mäkeln und kritisieren an allem, was hier gemacht wird. Also das finde ich nicht in Ordnung, muss ich sagen. Und ich fand, es war auch so ein bisschen so eine virtuelle Debatte. Klar, ich meine, das ist Klischee. CDU steht für Hochkultur, für Leuchttürme. Okay, mag sein. Vielleicht Grüne, Linke stehen für Subkultur, für anderes. Okay, mag sein. Aber ich finde ein bisschen realistisch, was passiert tatsächlich in diesem Bundesland im Moment in der Kultur. Muss man auch sein und ein bisschen realistisch auch wirklich hinhören, was wird gesagt. Soziokultur Mittel verdoppelt, freie Theaterszene Mittel verdoppelt, Kulturrucksack. Also dieses Ding, dieses Bild, was Sie hier stellen wollen, Hochkultur versus Subkultur, das gibt es hier auch nicht mehr und schon lange nicht mehr, meine Damen und Herren. Also einfach mal
einfach mal so ein bisschen von diesen Klischees und Vorurteilen runterkommen. Ich glaube, dann kann man hier auch eine gute kulturpolitische Debatte führen. Und ich möchte nicht den gleichen Fehler machen wie die SPD, sondern ich möchte auch selber sagen, wofür die Grünen in der Kulturpolitik stehen. Deswegen gut geschenkt und was die SPD hier vorgetragen hat. Und ich möchte jetzt zu dem kommen, was wir wollen und was wir auch richtig finden hier in Hessen. Meine Damen und Herren, unser Bundesland ist geprägt von Vielfalt in der Kultur. Und Hessens Kultur wird durch kulturelle Vielfalt bereichert und weiterentwickelt. Und diese Vielfalt ist Ausdruck und Spiegel unserer Identität. Und egal, wo wir hinschauen, es ist wirklich schwer, echt hessische Kultur zu finden. Also, wenn man sich mal die Brüder Grimm und ihre Märchensammlung anschaut, die wollten die ursprünglich echt hessisch mit Ä nennen. Und dann haben sie festgestellt, dass die meisten Zuträger oder deren Überlieferer der Märchen gar nicht aus Hessen waren, sondern vor allem Hugenotten, also aus Frankreich, eingewandert waren. Und das geht uns, glaube ich, bei vielem so, wenn wir wirklich nachforschen, wo unser kultureller Reichtum hier in Hessen herstammt. Unsere Opern und Theaterhäuser sind die Orte, wo Internationalität, Offenheit und Vielfalt gelebt und gezeigt werden. Und in den früheren Schlachthöfen der Städte musizieren, probieren und experimentieren Menschen unterschiedlichster Herkunft, generationenübergreifend, spartenübergreifend. Unsere Filmfestivals sind Räume der Begegnung, der Offenheit und Toleranz. Unsere Kultur ist gelebte internationale Vielfalt. Das ist so und das bleibt so. Und es gibt keinen kulturellen Einheitsbrei. Caroline Emke, Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, möchte ich gerne zitieren. Sie sagt, wir müssen viel stärker darauf achten, dass wir diese heutige plurale, multikulturelle Gesellschaft auch abbilden, ob in Zeitungen oder Büchern, auf Kinoleinwänden oder Bühnen. Und die Kunst sei ein nicht zu unterschätzendes Gegengift zu jenen gefährlichen Denkmustern, die ein sehr begrenztes Weltbild propagieren. Und wir wollen und müssen als Politikerinnen und Politiker alles dafür tun, dass diejenigen, die bestimmen wollen, was und wer zu unserer Kultur gehört und was und wer nicht, dass diese Menschen nicht die Bühne der Politik hier in Hessen betreten können. Dass diejenigen, die ausgrenzen wollen, die eine trennende Kultur wollen, dass die hier nichts zu sagen bekommen in Hessen. Und wir müssen klarmachen, in der Vielfalt liegt Gemeinsamkeit und Stärke unserer Kultur. Das ist die hessische Kultur, meine Damen und Herren. Und was Kultur noch braucht, hier und anderswo, sie braucht Freiheit und Offenheit gegenüber neuen Ideen. Und ich denke, wir haben in den letzten 3 Jahren hier in Hessen auch gezeigt, dass Kulturpolitik heißt, etwas Neues auszuprobieren. Und deshalb freue ich mich, dass nicht nur die Förderung für die freien darstellenden Theater oder die Soziokultur verdoppelt werden konnte, so wie wir es im Koalitionsvertrag von CDU und GRÜNEN festgeschrieben haben, sondern auch eine neue, flexiblere Förderungssystematik für die Soziokultur etabliert werden konnte. Das gibt mehr Freiraum und das gibt mehr Spielraum. Ich möchte gerne zitieren den Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturinitiativen und soziokulturelle Zentren in Hessen, Bernd Hesse. Ich zitiere, das Modellprojekt Soziokultur ist ein Meilenstein für die Förderung der Soziokultur in Hessen. Es ist die größte Errungenschaft auf Landesebene seit der Einrichtung eines entsprechenden Landesetats in 1993, meine Damen und Herren. Aber auch das neue Kulturkofferprojekt, mit 4 Millionen € ausgestattet über die Legislaturperiode, öffnet neue Möglichkeiten und schafft Freiräume im Bereich der kulturellen Bildung. Und mit den aus dem Kulturkoffer finanzierten Projekten wird insbesondere Kindern und Jugendlichen der einfache Zugang zu Museen, Malerei, Film, Tanz und Theater, Musik und anderen kreativen und künstlerischen Ausdrucksformen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Wohnort oder Umfeld ermöglicht. Also Kultur für alle. Und da müssen wir auch
hinschauen, was passiert in ganz Hessen, was passiert in den Ballungszentren, was passiert im ländlichen Raum. Wir brauchen auch Konzepte für den ländlichen Raum, die mit den Menschen vor Ort erarbeitet werden, wie beispielsweise die Künstlerresidenzen. Auch ein Projekt des Kulturkoffers. Das gibt es alles schon. Da kommt die Kultur, die Künstler zu den Menschen, und sie machen etwas zusammen, etwas Neues, direkt vor Ort, mit den vor Ort vorhandenen Ressourcen. Wir sorgen also dafür, dass nicht nur die Städte und Ballungsräume in Hessen gute kulturelle Angebote haben, sondern auch der ländliche Raum. Und hier leistet die Förderung durch den Kulturkoffer wirklich gute Hilfe, meine Damen und Herren. Es gibt vielleicht noch mehr. Es gibt drei Bereiche, habe ich jetzt identifiziert, wo es wirklich gelungen ist, ich will mal sagen, einen Knoten zu durchschlagen. Also der erste Punkt, den ich da aufzählen möchte, ist die Bereitstellung der Mittel für die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst von 100 Millionen € insgesamt für den Umzug auf den Kulturcampus in Frankfurt. Das macht den Weg frei für eine gute städtebauliche Entwicklung und einen Kulturcampus, wo Kultur tatsächlich auch groß geschrieben werden wird. Da ist wirklich ein Knoten durchschlagen worden. Und der zweite Punkt, den ich sagen möchte, das sind die Aktivitäten, der Minister hat es schon erwähnt, der Landesregierung für das Dokumentearchiv. Ich weiß nicht, wie lange das schon im Gespräch war, dass da etwas passieren muss. Dieses Dokumentearchiv soll zu einem unabhängigen Forschungsinstitut umgewandelt, weiterentwickelt werden, damit die weltbekannte Documenta zwischen den Ausstellungen erforscht werden kann, dass sie besser sichtbar werden und so weiter. Sie haben das viel besser noch ausgeführt, als ich das jetzt in aller Kürze machen kann. Wie lange ist das gefordert worden? Wir haben es endlich in dieser Legislaturperiode umgesetzt. Dritter Punkt. Wo ich wirklich das Gefühl hatte, auch bei allen Beteiligten, da löst sich etwas. Alle sind froh, dass da endlich etwas passiert. Das ist die Film- und Medien GmbH. Das muss noch, glaube, zu Udo Korts Zeiten gewesen sein, als Kunstminister, dass versucht worden ist, diese GmbH aufs Gleis zu setzen. Warum hat man das versucht? Warum haben wir das jetzt gemacht? Jahre später. Weil wir eine Filmförderung aus einer Hand wollen. Weil wir eine Filmförderung haben wollen, die eine gute Struktur hat. Weil wir eine Filmförderung haben wollen, die in den übergreifenden Dachverband Focus Germany aufgenommen werden soll, um Hessen als Filmland national und international besser vermarkten zu können. Auch das ist geschafft worden. Auch das ist in dieser Legislaturperiode umgesetzt worden, in diesen drei Jahren. Auch hier konnte der Knoten durchschlagen werden. Also, ich will nicht sagen, alles ist wunderbar und alles ist schon am Ende. Also, das ist nicht so, und es kann sich wirklich noch viel mehr verbessern. Das ist doch ganz klar. Aber ich wollte wirklich diese paar Punkte aufzählen, wo sich etwas verändert hat, wo sich etwas verbessert hat. Und ich finde, es ist doch legitim, dass man das macht bei einer Regierungserklärung. Und dass sich etwas verändert hat, das merkt man, glaube ich, auch ein bisschen bei der Stimmung in der Kulturszene. Klar, mehr Geld ist immer gut. Die ungleiche Finanzierung der staatlichen Theater gegenüber den Freien geschenkt. Das ist so, darüber müssen wir reden. Die Situation von Künstlerinnen und Künstlern in Hessen muss weiter verbessert werden. Aber natürlich, aber auch da hat sich etwas getan. Die Künstlerförderung wurde verdoppelt, und die Landesregierung hat nun einen Beauftragten, der hilft, Räume für Kreative und Kulturschaffende zu vermitteln. Das ist ganz wichtig für die Menschen, dass sie ein Atelier finden, dass sie Proberäume finden, dass sie etwas finden, wo sie ihre Kreativität freien Raum lassen können. Und dazu gibt es jetzt einen Landesbeauftragten. Also hier hat sich einiges getan. Und auf der Homepage des Deutschen Kulturrats, wahrlich kein unkritisches Gremium, kann man unter der Überschrift, ich zitiere, das Land hat kulturpolitisch einen Lauf, lesen, ich zitiere noch einmal, in Hessen bewegt sich was, und zwar nach vorne. Zitat Ende. Und, meine Damen und Herren, in diesem Sinne arbeiten wir engagiert weiter für eine vielfältige, experimentierfreudige Kultur, die allen Menschen offen steht, die niedrigschwellige Zugänge hat, die barrierefrei ist, Toleranz und Freiheit atmet. Vielfalt ist unsere Gemeinsamkeit in Hessen und ist unsere Stärke in der Kultur.
Vielen Dank.